Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Abriss Profi Online. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Auftrag, der lautet nachts auf der Autobahn. Während die Autobahn über Nacht voll gesperrt wird, muss die alte Brücke komplett abgerissen werden. Der Verkehr wird morgen früh wieder rollen, also entfernen Sie alles, bevor die Sonne aufgeht. Die Schuttlaster fahren regelmäßig zum Beladen vor und sollten nicht leer wieder weggeschickt werden. Um den Stahlbeton zu zerkleinern, ist ein schwerer Bagger mit Hydraulikhammer oder Betonschere nötig. Die seitlichen Widerlager sollen erhalten und nicht abgebrochen werden. Alles klar. Ich glaube, dann weiß ich Bescheid. Das soll stehen bleiben, denke ich mal, wenn ich es richtig verstehe. Die Seiten, der Rest hier, wo ein bisschen heller ist, der muss anscheinend weg und ab und zu kommen. Anscheinend Schuttlaster, die müssen wir beladen und wieder wegschicken. So steht es hier auf jeden Fall. Ob das so ist, keine Ahnung. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Man sieht hier auch so ein bisschen Container. Aber wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Das Spiel überrascht nämlich immer wieder. So, mitnehmen tun wir dafür den Doc320D Kettenbagger mit dem Hydraulikhammer und Tieflöffel Klein. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas anderes, was hier sich irgendwie lohnen könnte? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich gebe jetzt mal ein Passwort ein und dann sehen wir uns gleich im Ladebildschirm wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück im Ladebildschirm. Da sehen wir die Brücke noch mal ein bisschen. Ich bin gerade überlegen, wie wir da vorgehen. Nehmen wir wieder die rabiate Art und Weise. Wir hauen einfach den Träger in der Mitte weg und die lassen die Schwerkraft den Rest machen. Oder wir gehen halt ein bisschen gediegener vor. Aber mal schauen. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen ordentlicher vor. Aber zuerst reden wir hier mit dem netten Herren. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Wie Sie sehen, haben wir die Autobahn schon gesperrt und den Asphalt abgedeckt. Wir müssen heute während der Vollsperrung die alte Brücke abreißen. Morgen früh muss der Verkehr wieder rollen. Für die Brücke aus Stahlbeton brauchen Sie auf jeden Fall einen Hydraulikhammer oder eine Betonschere. Es gibt auch noch etwas Metall vom Geländer zum Recyceln. Später kommen die LKW zum Schutt abfahren, da sage ich Ihnen nochmal Bescheid. Tja, da bin ich mal sehr gespannt. Aber natürlich, ich habe den Wasserschlauch eben schon gesehen. Ich würde sagen, wir nehmen den wieder, bevor wieder irgendein Nachbar, obwohl es hier keine Nachbarn gibt, angeschossen kommen und uns irgendwie zur Sau machen wollen. Machen wir lieber die Brücke mal ein bisschen nass und dann fangen wir an abzureißen. Ich glaube ja nicht, dass wir hoch können. Ich will es auch lieber nicht ausprobieren. Ich habe da ein bisschen Angst, dass da was schief geht. Und das heißt, wir werden von hier unten versuchen, alles abzureißen. Mit dem Bagger könnten wir eh nicht hochfahren. Wir könnten theoretisch mal gucken, ob wir oben irgendwie was wegflexen können. Aber ich glaube, das geht nicht. Das ist... Okay, ich bin mir sicher, es geht nicht. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, okay, das ist hier der Metallcontainer, dann würde ich sagen, wir legen mal los mit Brücke zerlegen. Ich hätte nämlich sonst erstmal das Geländer da oben weggeflext. Das soll abgerissen werden, das soll nicht beschädigt werden. Metall wiederverwertbar, Beton abreißen, nicht beschädigen, alles klar. Ja gut, dann weiß ich eigentlich Bescheid, was hier zu tun ist. Ich würde halt, oder ich hätte halt extrem gerne oben angefangen mit dem Abriss. Erstmal das Geländer weggeflext, dann hätte ich vielleicht hier rechts und links schon mal oben mit dem Bagger ein bisschen was weggehauen und dann hier unten das Dicke von unten dann. Aber ich kann halt mit dem Bagger nicht hoch und deswegen muss ich wohl so irgendwie alles zerlegen. Ich muss gerade erstmal nochmal schauen, ob ich die Steuerung wieder so drauf kriege. Ich habe nämlich jetzt ein paar Tage lang, ich bin jetzt ein paar Tage lang keinen Bagger mehr gefahren. Weder im Bausimulator noch hier in dem Spiel. Ich habe einfach mal so eine kleine Baupause genommen. Ja, Folgen kamen natürlich, ich habe fleißig vorproduziert, aber ich habe mir so eine kleine Pause mal gegönnt mit den ganzen Baumaschinen. Habe stattdessen ein bisschen mehr Bus aufgenommen, also Bus World und City Bus Manager. Und demnächst würde ich gerne auch mal so ein bisschen Fernbus-Simulator spielen. Das habe ich mir jetzt gekauft gehabt und finde ich, macht richtig Bock, damit durch die, oder da in dem Spiel durch die Gegend zu fahren. Ja, deswegen hätte ich da irgendwie auch Lust drauf, da so ein kleines Let's Play zu starten, da ab und zu mal so eine Folge zu verbringen mit. Und ja, könnt ihr mal schreiben, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht, aber ich werde es wahrscheinlich so oder so machen, weil ich da einfach Bock drauf habe. Aber natürlich, wenn ihr da auch Bock drauf habt, ein bisschen mit dem Bus durch die Gegend zu fahren und diverse Städte anzuschauen, ja, dann freut mich das natürlich noch mehr. Aber ich glaube, ich habe ja so ein paar Busfans auf meinem Kanal mittlerweile und ja. Ich denke mal, es wäre dann schon gerne gesehen. Ich gehe mal davon aus, ich hoffe es jedenfalls sehr.
so, ich fange jetzt erstmal an, hier außen ein bisschen wegzureißen. Ja, Überlegung war ja wirklich am Anfang, ich reiße in der Mitte die Säule raus und hoffe, dass die Schwerkraft den Rest macht. Aber ich glaube, das wäre doch ein Ticken zu unrealistisch gewesen. Und deswegen machen wir das jetzt so. Ich wechsle gerade mal die Sicht auf die hier. Ist zwar auch nicht so ganz perfekt, aber so sieht man vielleicht ein bisschen besser, was ich da anstelle. Vom Cockpit aus sieht man es nicht so hundertprozentig. Ich will ja, dass man es im Video sieht. Ja, ich will ja, dass man da ein bisschen was sieht. So, ich muss hier immer so ein bisschen nachsetzen. Es ist gar nicht so einfach, mit dem Hydraulikhammer zu arbeiten, weil er drückt sich halt... Oh, ist ein bisschen was auf den Hydraulikhammer draufgefallen. Es tut mir aber leid. Ist halt blöd, wenn ich hier von unten arbeiten muss an der Brücke. Ist halt wirklich irgendwie ein bisschen blöd. Aber gut. Ist halt ein bisschen was draufgefallen. Der Hydraulikhammer drückt sich halt immer so seitlich irgendwie an irgendwas arbeitet. Der drückt sich immer komisch weg. Deswegen arbeite ich eigentlich nicht ganz so gern mit dem. Er ist cool, ja, er hört sich auch cool an. Wenn man mal eine Position gefunden hat, wo er arbeitet, dann reißt er auch gut Sachen weg, sage ich mal so. Aber er ist halt echt unangenehm zu bedienen. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Mit der Betonschere, die wird ja auch vorgeschlagen, aber ich weiß nicht, ob die so gut ist hier bei dem ganzen dicken Material. Man könnte damit vielleicht hier das Stahlgerüst abreißen und vielleicht das dünnere hier am Rand abknipsen. Aber ansonsten weiß ich nicht. Das ganze dicke Material werden wir damit auf jeden Fall nicht wegkriegen. Da braucht man dann schon den Hydraulikhammer. Ich stehe gerade ein bisschen schlecht da, deswegen wippt der Bagger so. Können ja gerade mal in die Außenperspektive gehen. Ich stehe, glaube ich, ein bisschen schon vorne auf dem Material drauf. Ja, deswegen wackelt der ein bisschen. Aber egal, lassen wir uns nicht stören von. So, es ist wieder schwer, eine Position zu finden, wo der Hammer da vorne ein bisschen was wegschlägt. Dauert halt schon extrem lange und wir sehen es oben rechts, wir haben ein Zeitlimit. Wir haben nicht unendlich Zeit. Oben rechts läuft die Zeit ab. Ja, wir kloppen da die ganze Zeit irgendwas ab, aber es tut sich irgendwie nichts. Deswegen, ich platziere mich jetzt mal anders ein bisschen. Und hoffe, dass ich dann wieder ein bisschen was tut. Wenn nicht, fahre ich erstmal an eine andere Position. Beziehungsweise, damit ich vielleicht hier überhaupt mal wieder ein bisschen besser fahren kann, sollte ich vielleicht mal die ganzen Metallteile mal wegschmeißen. Und die geben ordentlich Punkte. Sehr cool. Ich bin wirklich gespannt, ob dann irgendwann hier Schuttlaster fahren. Also das wäre wirklich... wirklich wieder eine richtig geile Sache. Ich bin sowieso, wie schon gesagt, bei dem Spiel oft überrascht, wie cool hier eigentlich doch manches umgesetzt ist. Wie viel Liebe zum Detail da doch mit eingeflossen ist. Schon richtig, richtig cool. So, ich fahre gerade nochmal ein bisschen zurück. Und will nochmal versuchen, jetzt hier ein bisschen was abzuschlagen. Aber ich bezweifle fast, dass das gut funktioniert. So. Positioniere mich da jetzt nochmal dran, fahre nochmal ein Stück vor, damit da ein bisschen Druck drauf kommt, aber jawoll, einmal ein bisschen dagegen fahren, Thema erledigt, ja, den Bürgersteig oben hätte ich gern von oben weggearbeitet, muss ich sagen, und den Rest dann von unten, aber das ist halt, der funktioniert nicht so gut, weil ich ja nicht hochfahren kann, das ist ein bisschen schwierig. Ich kann auch anscheinend nicht hochrennen, sonst hätte ich, wie gesagt, das Geländer da schon mal weggeflext. Ups. So würde ich gern von oben die Brücke weghauen. So, aber da stellt sich der Bagger auf. Weil das eigentlich zu hoch ist für den. Naja. Gut, wir müssen das Beste draus machen, aus dem, was gegeben ist.
Ich denke mal, in der Realität kann man es sich auch nicht immer einfach machen, sondern muss auch manchmal mit den komplizierteren Sachen klarkommen. Ich glaube, man muss auch ab und zu mal in der Realität mit den komplizierteren Sachen klarkommen. So, da haben wir doch hier ein schönes Bild eigentlich. Es ist aber auch ein stabiles Zeug. So, Brücke ist schon verdammt stabil. Ich glaube, man kann hier bei dem Auftrag jetzt auch wieder Stunden verbringen, aber oben rechts läuft die Zeit, aber ich habe nur noch nicht so genau verstanden, was für eine Zeitangabe das ist. Also keine Ahnung, was das für eine Zeitrechnung ist. Das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Es sieht jedenfalls sehr merkwürdig aus. Wir haben auf jeden Fall ein Zeitlimit. Und wenn es abgelaufen ist, sind wir wahrscheinlich kaputt. Es ist vorbei. Dann ist der Berufsverkehr morgens und dann bricht hier Chaos aus. Ja, nicht so gut. Wir wollen es nicht drauf anlegen. Wir wollen es dann nicht drauf anlegen. Ich gehe mal davon aus, dass das einfach ganz normal Stunden, Minuten und Sekunden sind und dadurch, dass die Spielzeit halt schneller vergeht, deswegen rattert das wahrscheinlich so runter. Wäre halt cool bei den Szenarien, wenn das dann so wäre, dass man jetzt zum Beispiel richtige 10 Minuten angezeigt bekommt oder richtige 20 Minuten, wie lang auch immer man Zeit hat für diesen Auftrag, dass man da so ein bisschen realistischen Stress oder Druck bekommt, weil so, ich kann mit der Zeit nichts anfangen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie lange das dauert. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie lange das dauert bei dem Auftrag. Oder wie viel Zeit ich habe. Ich werde es dann wahrscheinlich merken, wenn die Zeit irgendwann so knapp wird, dass ja, ich zu langsam war. Also der erste Bürgersteig ist auf jeden Fall fast weg. Dann ist die Frage, wollen wir uns erstmal hier auf der linken Seite durchbohren? Die Brücke wird ja dann, oder die Brücke auf der rechten Seite wird ja dann quasi noch gestützt. Von der Säule in der Mitte. Und die Säule in der Mitte machen wir zum Schluss weg, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir wahrscheinlich am sichersten vor. Ich werde aber dann, glaube ich, nochmal so klammheimlich irgendwann ausprobieren, was passiert, wenn ich in der Mitte die Säule weghau. Stürzt die Brücke dann wirklich ein oder hält die sich? Würde mich wirklich interessieren, ob das so mit einbedacht ist, dass hier irgendjemand so verrückt ist. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was da passiert. So. Jetzt würde ich sagen, setze ich mal hier bei dem dickeren Zeug ein bisschen an. Guck mal, ob ich hier irgendwie durchkomme. Das wird jetzt bestimmt lange dauern. Das wird bestimmt lange dauern. Wenn ich mal einen gescheiten Spot treffe. Ah, so zum Beispiel der Trolleykammer nimmt jetzt nichts, aber ihr seht, es drückt den Bagger einfach nach rechts. Ich drücke jetzt mal links weiter dagegen mit meinem Analogstick vom Controller und hoffe, der Bagger explodiert mir gleich nicht. Das sind aber genau die Geräusche, die ich wochenlang jetzt hier beim Autobahnbrückenabriss gehört habe. Die ganze Zeit ein Hydraulikhammer. Von morgens bis abends. Tagelang und wochenlang. Und wenn das dann rum ist, geht's weiter mit der anderen Autobahnbrückenseite. Dauert schon ein bisschen. Dadurch, dass ich halt die ganze Zeit den Hydraulikhammer auch ein bisschen bewege, wobei jetzt gerade, ich habe mal losgelassen, jetzt hat sich der Bagger, glaube ich, gefangen. Ich komme hier nicht durch. Stabiles Material. Stabiles Material. Stabiles Material. Ja, das ist wirklich so die Frage, wie kommen wir da am besten durch? Okay, jetzt drückt sich der Bagger gerade wieder weg. Gucken, was passiert, wenn ich an der Kante hier rumhau. Oh Gott, wenn das so stabil ist, dann wird das aber nichts in dem Zeitlimit. Dann wird es wirklich nichts.
Okay. Ja, ich krieg die Strafe von oben nach unten abreißen. Oder ich soll von oben nach unten abreißen, aber ich kann von oben nicht abreißen. Es geht mit dem Bagger nicht. Ich komme oben ja gar nicht dran. Ja, ich guck natürlich, dass nichts auf den Hydraulikhammer draufhält, aber es geht einfach gerade nicht gescheiter. Okay, er drückt sich gerade wieder weg. Dann mache ich hier erstmal. Ich mache hier erstmal weiter. Ja, ich will jetzt nicht da zu nah an die Säule dran gehen, nicht, dass mir wirklich noch die Säule auf den Kopf fällt und dann die Brücke in sich zusammenbricht. Vielleicht wäre es ja gut, vielleicht ist es so gedacht. Aber ich glaube, so geht normalen Abrissunternehmen nicht vor, dass man erst die Säulen weghaut und dann guckt, ob die Brücke zusammenbricht. Klar, außer natürlich bei Sprengung. Ja, dass die Säule jetzt in der Mitte rausgesprengt wird und die Brücke soll zusammenklappen. Aber ich glaube nicht, dass ich das machen soll. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Brücke soll einigermaßen gescheit abgerissen werden und nicht auf die rabiate, brutale Art. Wobei bei dem Zeitlimit tendiere ich schon fast zu der rabiaten Art. Ich kann es ja nicht einschätzen, wie lang ich Zeit habe. Würde jetzt stehen, du hast eine Stunde Zeit oder so, dann könnte ich damit mehr anfangen. Da würde ich abschätzen können, wie lange ich ungefähr brauche. Oder ob ich zu langsam bin oder schnell genug oder. Aber so mit dem Zeitlimit ist schwierig für mich. Wie lange man hier drauf rumhauen kann. Und es ist auch egal, ob ich den jetzt irgendwie bewege, was vielleicht realistischer wäre, dass ich den ab und zu mal in andere Position setze, aber das macht mal keinen Unterschied hier im Spiel. Boah, ich bin mittlerweile für Sprengstoff. Kann ich hier oben noch irgendwas weghauen, dass es da unten vielleicht schneller kaputt geht? Drückt halt an manchen Stellen wirklich sehr merkwürdig den Bagger weg. Das ist halt sehr schwierig, dann da irgendwie gezielt gescheit irgendwo anzusetzen und arbeiten zu können. Jetzt gerade wieder ganze Bagger durchgewackelt. Aber wenn dann ein Teil rausbricht, dann bricht gut Material weg. Das ist schon nicht verkehrt. Da tut sich ja gar nichts mehr. Aber hier an den dicken Stellen mit der Betonschere, das lohnt sich auch nicht. Das bringt auch nichts, weil die kann ich gar nicht so weit aufmachen. Es geht aber auch gerade gar nichts mehr kaputt. Ich meine, das ist wahrscheinlich realistisch. Wie gesagt, die haben hier eine Autobahnbrücke wochenlang von morgens bis abends mit Hydraulikhammer abgerissen. Und so groß war die Brücke eigentlich gar nicht. Also sie sind schon gut stabil. Das ist schon alles wahrscheinlich wieder sehr, sehr, sehr realistisch, was der Entwickler da gemacht hat. Denke ich mal. Es ist halt schwierig, wenn man keinen Fortschritt hier erreicht. Da, ja, weiß man nicht, macht man es richtig, macht man es falsch? Was läuft hier? Weiß man nicht so genau. Ja, also nicht mal oben bricht irgendwas weg. Ich glaube, unser Hydraulikhammer ist kaputt. Ach ja, ich glaube, ich fahre gleich mal ein bisschen woanders hin. Dann versuche ich nochmal irgendwie aus einem anderen Winkel da dran zu klopfen. Hier kann ich wahrscheinlich wieder nicht gescheit ausklappen. Das funktioniert wieder nicht. Nee. So würde ich gern von oben. So. Jawohl, guck, da passiert was. Wenn ich so von oben arbeiten kann, dann passiert was. Aber dann, das ist halt nicht so vorgesehen. Man sieht es, es packt einfach den Hydraulikhammer dann runter. Ja, es ist wirklich schwer. Es ist halt schön, wenn man so die Zeit sieht, wie die langsam weniger wird. Und man kämpft ja einfach mit so einem blöden Stück rum.
Ah, das gibt's doch nicht. Ich meine, ich hab da auch nichts dagegen, wenn es länger dauert, ganz ehrlich, aber ich würde halt gern sehen, dass das ganze Gehämmere hier an dem Betonteil auch irgendwann mal was bringt. Ja, das wäre halt schon cool. Ich drücke gerade voll nach rechts mit dem Baggerarm und lasse den Hammer da dran schlagen und hoffe, dass irgendwas passiert, aber ich... irgendwie da passiert nichts. Hilfe! Gucken, ob hier oben noch irgendwas kaputt geht. Wirklich mega stabil, diese Brücke. Und die Zeit läuft davon. Okay, ich versuche von hier oben nochmal. Okay, da bröckelt wenigstens ein bisschen Material durch. Okay, okay, okay. Vielleicht habe ich sie geknackt. Vielleicht muss ich den Bagger wirklich sehr ungemütlich irgendwo hochdrücken. Dem Hydraulikhammer, dass noch ein bisschen mehr Gewicht auf der Brücke drauf ist. Jetzt sind wir wieder an der dicken Stelle angekommen und es tut sich einfach wieder nichts. Es tut sich einfach wieder nichts. Ich bin einfach kein Brückenabrissprofi. Nachts illegal irgendwelche alten, denkmalgeschützten Gebäude da abreißen, ja, da war ich gut. Aber hier mit Zeitdruck Brücke abreißen, nö. Mir tut langsam der Finger weh vom Hydraulik... Hammer andrücken. Ich glaube, ich mache hier hinten erstmal weiter und gucke, dass ich den Bagger hier wieder irgendwie hochdrücken kann. Damit ich wenigstens ein bisschen Fortschritt kriege. Aber Punkte kriegt man für die Brücke echt viel. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Aber wir müssen in der Zeit, was da oben abläuft, die komplette Brücke abreißen plus ja, den Schutt wegschaffen. Ich glaube da nicht mehr so ganz dran. Ja, das soll ich ja eigentlich nicht abreißen, wo ich gerade dran rumhämmer. Da ist eine gute Position. Auch wieder verdammt stabil. Ich drück mal voll dran, es hebt den Bagger ein bisschen. Ihr seht's, langsam und mühselig hebt sich der Bagger. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Jetzt müsst ihr wirklich langsam mal dieses Teil hier sich verabschieden. Meine Güte. So, ich mache wieder voll Baggerdruck drauf. Oh, Träume werden wahr. Träume werden wahr. Boah, stabil. Ist das stabil, dieses Ding. Das Eck kriege ich wahrscheinlich hier nicht mehr so ganz gut ab. Ich drücke nochmal mit dem Bagger schön drauf. Ihr seht, er hebt sich wieder. Die Hydraulik leistet wieder volle Arbeit. Wow. Das, was wir nicht beschädigen dürfen, ist natürlich nicht so gut, wenn wir da ständig dran rumrutschen. Ich will hier eigentlich einen sauberen Job machen. Vielleicht machen wir den Auftrag dann irgendwann nochmal. Entweder probiere ich es dann mal wirklich aus mit Mitte Säule rausreißen und gucke, ob die Brücke in sich zusammenfällt. Jetzt versuche ich es halt gerade einigermaßen unbrutal zu erledigen. Okay, so will ich das haben. Ups. Das müsste jetzt eigentlich recht schnell runterfallen. Das ist ja nur noch ganz dünn. Das ist ja eigentlich nur noch recht dünn. Na? Also ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ob wir für das Material dann die Betonschere holen. Irgendwie, wir kommen ja mit dem Hydraulikbagger nicht weit. Wir kommen ja damit irgendwie nicht weit. Ich reiße erstmal oben wieder ein bisschen ab. Ich meine, vielleicht
wie gesagt, vielleicht funktioniert es ja so, wie es funktionieren soll. Sowas dauert halt lange. Aber ich habe halt ein Zeitlimit. Ich weiß halt auch nicht, ob diese Zeitlimits drauf angepasst sind, dass man alleine spielt. Das ist ja nochmal so eine Sache. Eigentlich, das heißt ja Abrissprofi online. Es kann natürlich sein, dass diese Zeitlimits so berechnet sind, dass wenn man zu viert spielt, dass man das in der Zeit schaffen kann. Dass wenn man alleine spielt, vielleicht gar keine Chance hat, das zu schaffen. Das kann natürlich alles sein. Ich weiß es nicht. Aber der Beton ist echt eklig abzureißen. Richtig eklig abzureißen. Aber durch den ganzen Schutt, der da unten liegt, ist unser Bagger ein bisschen höher. Das heißt, ich kann besser oben abarbeiten. Ich kann da jetzt ein bisschen Druck auf die Brücke drauf machen während dem Hämmern. Und kann so hoffen, dass Teile abbrechen. Bagger bewegt sich gerade wieder von selber, weil der Hydraulikhammer sich wieder so ein bisschen durch die Gegend hämmert. Ja, so will ich das haben. So motiviert das doch. Da hat man das Gefühl, man macht irgendwas richtig. Ja, aber durch den Schutt ist wirklich gut. Wir stehen gut hoch jetzt. Wir können jetzt ein bisschen mehr Druck da oben aufbauen und können den Hydraulikhammer in einem etwas aggressiveren Winkel anbringen. Somit erreichen wir auch wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das ist schon ganz gut so. Bin ich schon recht mit zufrieden. Ich sollte vielleicht auch mal das Licht einschalten vom Bagger, wobei so dunkel ist es ja eigentlich gar nicht. Wir haben den schönen Baustrahler da, der macht alles schön hell. Ah gut, wir haben auf jeden Fall jetzt gleich schon mal hier oben die Schicht bis zur Hälfte weg. Aber da ist schon wieder so ein fetter Betonträger. Das ist gar nicht gut. Aber vielleicht, wenn ich von oben jetzt noch mehr Laster drauf drücken kann, noch mehr, ein bisschen mehr Gewicht, vielleicht lässt er dann auch ein bisschen eher nach. Aber naja, wir schauen mal. Ich versuche jetzt erstmal hier ein Loch reinzuhauen. Drück mit ganzer Baggergewalt da drauf. Ihr seht es, der Bagger hebt sich wieder ein bisschen. Ja, das ging ja eigentlich recht gut. Ich habe nur gehofft, da bricht ein bisschen mehr raus. Aber anscheinend nicht. Na gut. So, wieder richtig Kraft hier aufbringen. Jawoll. Läuft doch. Langsam und bergab, aber es läuft. Mal gucken, wie es aus der Ego-Perspektive aussieht. Ja, da sieht man so gut wie gar nichts. Nee, das kann ich auf jeden Fall nicht in der Ego-Perspektive machen. Selbst in der Ansicht nicht, weil ihr seht's. Ich sehe nicht mal die Spitze vom Hydraulikhammer. Das heißt, ich muss hier in der Außenansicht arbeiten. Aber ist ja kein Ding. Mich freut es, dass wir aber doch ein bisschen vorankommen. Zeitlich müssten wir aber meiner Meinung nach schon viel weiter sein. Deswegen, ich habe da ein bisschen Bedenken. Ich würde gerne auch nochmal was austesten. Wir haben zwar keine Zeit zum Austesten, aber
Ich nehme jetzt einfach mal die Zeit zum Austesten. Und zwar, wie wäre es, wenn ich mir einen zweiten Bagger hole? Einen zweiten Bagger. Mit Betonschere dran. Kann ich dieses dünnere Beton dann einfach damit abknipsen? Das würde mich mal interessieren. Ob ich da irgendeine Zeitersparnis reinkriege. Es kann natürlich sein, dass jetzt die Performance gleich noch schlimmer ist. Den Tieflöffel klein, den kann ich ja erstmal theoretisch wegmachen. Dann kann ich gucken. Ich hätte gerne den Kettenbagger nochmal. Der steht jetzt da drüben. Plus, ich hätte gerne... Wo haben wir's? Betonschere, direkt das erste. Ja, klar, übersieht man natürlich. Gut, die liegt direkt jetzt da vorne. Dann will ich mal gucken, ob ich da ein bisschen Zeit sparen kann, wenn ich zwischen den Bagger hin und her wechsle. Weil ich will nicht ständig das Werkzeug wechseln. Da ist mir das Risiko zu groß, dass ich da irgendwie wieder durch die Luft fliege. Wie war das? Bordspannung an, Motor an. Falsche Taste. Muss ich gerade mal schauen, so rum kann ich das vielleicht nicht dranhängen. Mach es am besten. Ich probiere es mal so. Muss mich erstmal wieder an diese Sichtsteuerung und so weiter gewöhnen. So. Nein, nicht dran. Verdammt. Ich habe wieder betonscherenweit Schuss gemacht. Nein. Ich habe Angst, dass ich gleich wieder durch die Gegend fliege. Aber hey, ja, Profi. Ich habe gelernt. Ich habe zwar gerade unseren Schlauch gekillt, weil ich dreimal drüber gefahren bin. Aber egal. Egal. So, jetzt ist nämlich der Gedanke, wenn ich jetzt nicht ständig das Werkzeug da vorne dran wechseln muss, sondern nur einfach in den anderen Bagger steige, dann kann ich da vielleicht vielleicht ein bisschen Zeit einholen. Weil die Betonschere, ich kann die mit dem Steuerkreuz vom Xbox-Controller drehen und kann auf und zu machen. Wenn ich mit jedem Biss da ein kleines bisschen abkriege, dann kann ich da ja vielleicht ein bisschen Zeit einholen. Wenn das gut funktioniert. Ich weiß es halt nicht. Dass ich wenigstens die dünneren Teile dann abbeiße. So. Aber das backt sich halt auch mal so ein bisschen rum. Und ich beiße zu. Oh ja, das geht gut. Oh ja, das geht gut. Das geht gut. Ja, das war die Hoffnung. Dass ich wenigstens das dünne Material da einfach abknipsen kann. Ich muss gerade erstmal mit der Steuerung gucken von der Betonschere, wie genau das nochmal war. So. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ey, ihr seht's, Betonschere ist auf jeden Fall für die dünneren Bereiche die Lösung. Auch wenn die sehr unangenehm stellenweise durch die Gegend springt. Sogar das dicke Material beißt die einfach weg. Alles klar. Alles klar, aber das funktioniert gut damit. Okay, das war Drehung. Zu ist so. Ja, man muss natürlich erstmal wissen, wie. Was am besten für so Aufgaben geeignet ist. Ich meine, die haben zwar gesagt, Betonschere oder Hydraulikhammer. Aber ich tendiere auf jeden Fall jetzt nach den ersten Bildern zu der Betonschere. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Bagger drückt sich wieder an irgendeine Stelle hin. So. Es ist halt ein bisschen schade, dass sobald man zubeißt, der Bagger drückt sich dann nochmal in irgendeine Position. Das ist immer ein bisschen schwierig, dann mal weiß, wo endet man eigentlich im Endeffekt. Aber ey, das geht vorwärts.
Kann ich auch hier von dem großen Stück einfach so mal abbeißen? Geht das? Weil eigentlich... ich glaube nicht, dass... Ich glaube, das war gerade ein Bug, dass da ein bisschen was... Oh, jetzt hat sich automatisch gedreht. Ich glaube, das war ein Bug, dass da gerade von dem großen Teil was kaputt gegangen ist. Ja, ich knusper einfach gerade mal überall rein, wo es möglich ist. Überall, wo es möglich ist. Das Ding hat schon Kraft, auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall Kraft. Ah, jetzt backt sie es gerade wieder irgendwo hin. Ich beiß einfach mal zu, irgendwas wird schon durchgeknappt. Oh, ich fahr mal lieber einen Meter zurück. Oh, das Ding hat Kraft, das reißt einfach die komplette Brücke weg. Gerade der Bürgersteig drüben ist einfach weggebrochen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das, wow. Okay, da will die Schere irgendwie gerade nicht hin auf die Seite. Seht ihr es? Da dreht es mich jedes Mal weg. Da dreht es mich jedes Mal weg. Na gut. Dann würde ich sagen, ich beiß hier erstmal rein. Schön ins Eck. Es knirscht und knarzt und kracht. Und die halbe Brücke ist weg. So, ich glaube da. Ah ja, wobei, ich habe oben ein bisschen reingeknappt. Der erste Zahn hat oben Kontakt, drückt sich ein bisschen zur Seite hin. Und die halbe Brücke ist schon wieder weg. Sehr schön, aber hier, Betonschere auf jeden Fall. Okay, es hat sich wieder automatisch gedreht. Also Betonschere bei der Brücke auf jeden Fall Held des Tages. So habe ich wenigstens die Chance, es doch noch irgendwie zu schaffen. Zum Glück habe ich es ausprobiert. Ich habe eigentlich gedacht, es geht viel schlimmer noch. So wie die sich durch die Gegend drückt, ist es ja auch schlimm. Aber ich kann wenigstens ein bisschen schneller arbeiten. Kann ich hier auch einfach wieder reinknappen und das ganze Stück... Oh, oh, oh. Ich habe eigentlich gar nicht wirklich Kontakt. Ist aber kaputt. Läuft. Läuft. Hier kann ich von oben vielleicht reinbeißen. Geht das? Ja, die Ecken beißen. Die Ecken knappen. Ja, geil. Ich fahr mal zurück. Ich habe das Gefühl, da könnte mehr einkrachen. Na, ist doch noch alles im grünen Bereich. Sehr schön. Das kleine Eck hier stört mich aber noch. Das hätte ich gern weg. Ja, perfekt. Perfekt. Dann geht's hier weiter. Dann geht's hier weiter. Gucken, ob ich hier auch wieder irgendwie in eine Ecke kneifen kann. Ja, Ecke ist gekniffen. Oh ja. Scheiß auf Hydraulikhammer, aber sowas von. Die Schere. Schere rockt das hier. Also das hätte ich jetzt... Damit habe ich auf keinen Fall gerechnet. Also damit habe ich auf keinen Fall gerechnet. Ich glaube, die ist ein bisschen zu overpowered, aber... trotzdem geil. Dem Ding hat man wenigstens Fortschritte. Ich glaube, anders zeitlich mit dem Hydraulikhammer ist es, glaube ich, gar nicht möglich. Ich glaube, das ist zeitlich gar nicht möglich. Dem können wir dann hier nochmal die Säule versuchen wegzuhauen, aber ansonsten... Ich glaube, den Rest knuspern wir mit der Betonschere durch. So... Dann
haben wir hier den dicken Träger noch. Den beiße ich gerade auch nochmal durch. Wie gut das mit dieser Schere funktioniert. Das ist wirklich unfassbar. Wir haben jetzt die eine Brückenhälfte so gut wie weg. Wahnsinn. Wahnsinnsteil. Gut. Dann weiß ich nicht, machen wir hier noch ein bisschen was weg oder fahre ich erstmal rüber und fange da an, was wegzureißen? Das ist gerade so eine Frage. Ich glaube, ich würde hier den herausstehenden Nupsi noch mal ein bisschen abknabbern. Falls ich die Schere gerade gescheit bedienen könnte. Jetzt geht's. So. Das würde ich hier gerne noch ein bisschen wegknuspern. Falls ich die Ecke packen kann. Ah, ich habe noch zugebissen. Ich bin noch nicht fertig. So, ich beiße das hier auch gerade noch ab, wenn es geht. Ich versuche mal ein bisschen zu drehen. Jawohl. Perfekt. So, drehe ich noch mal ein bisschen. Aber muss halt wirklich erstmal da bei der Steuerung reinkommen von dem Teil. Ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Aber das Ding haut weg. Oh. Oh, das hat gerade ein bisschen unschön ausgesehen. Das sieht auch unschön aus, aber irgendwas hat's gebissen. Ja, ist auch schon der Bürgersteig da wieder ein Stück mit weg. Das ist doch perfekt. Das ist doch wirklich cool. Tja, dann würde ich sagen, ich fahre gerade mal auf die andere Seite rüber und dann beiße ich da mal ein bisschen zu. Das ging jetzt wirklich flott. Sehr cool, auf jeden Fall. Sonst hätte ich ja wirklich noch Wochen gebraucht, um da die Brücke fertig zu machen. So. Ah, irgendwie ist die Kamera gerade ein bisschen unangenehm wegen dem Arbeitsscheinwerfer. Kann ich oben das Gelände einfach mal wegknipsen? Geht das? Komme ich da mal durch? Irgendwie ist es ganz schön stabil. Oder muss ich erst wieder den Ansatz... Ah, kann ich einfach wegrammen. Alles klar. Pure Gewalt. Jawohl. Na gut. Ich würde aber sagen, während der Backe hier durch die Gegend springt. Damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch dem Discord-Server joinen und Kanalmitglied werden. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.